Susanne ist tot. Eine kurze, knappe E-Mail, ein paar dürre Zeilen. Das ist es also, was am Ende bleibt. Du bist damals einfach so in ein tristes Dasein geplatzt. Völlig unerwartet. Und hast mein Leben auf den Kopf gestellt. Du, die Liebe meines Lebens. Mein Verhängnis. Kann man bei dir überhaupt auf einen positiven Kontostand kommen? Ja, das geht. Aber dafür musst du schon ein bisschen mehr anstellen. Na dann, setz dich doch. Es war ein befreiendes Gefühl, fast ekstatisch. Ich kann das schwer in Worte fassen, nicht? Aber es war ein überlegenes Gefühl. Und in dem Moment habe ich eben an Gott geglaubt und gesagt, so, vielen Dank, Gott, ey, du hast mich bewahrt, du hast mich gerettet. Stefan, was ist, wenn ich zu ihm zurückgehe? Was wird denn mit dir? Was soll schon aus mir werden? Ich mach mir Sorgen um dich. Was wird mit dir? Mädchen, dann nimm ich mir einen Strick. Hör zu, ich lass mich nicht von dir erpressen. Ich werde nie einen besseren Mann als Reto finden. Ich bereue jede einzelne Sekunde mit dir. Ja, checkst du nicht, worum es Susanne wirklich geht? Du willst es einfach nicht sehen, weil du alles nur auf sie projizierst. Weil du dir einbildest, nur dann ein ganzer Mensch zu sein, wenn sie an deiner Seite ist. So ein Quatsch! Dein erster Fehler war, dass du genau das zu deinem Mantra gemacht hast. Ihre Liebe wird mich heilen, meine Liebe wird sie heilen. Und dein zweiter Fehler war, dass du sie allein gelassen hast, als sie von Abschied gesprochen hat. Es wäre schön gewesen. Er nimmt mich in den Arm. Das hätte ich gebraucht. Ein bisschen Verständnis nur. Eine Schulter zum Anlehnen. Wie oft sagen wir uns offenkundige Wahrheiten zum falschen Zeitpunkt? Wie oft schweigen wir, wenn ein offenes Wort angebracht ist? In den entscheidenden Momenten eben. Ich werde Ihnen sagen, wo Sie stehen. Wenn Sie so weitermachen, landen Sie entweder auf dem Friedhof oder in der Klapsmühle. Und wo wollen Sie hin?